So, da sind wir wieder mit Uncharted 4. Ich begrüße euch alle. Wir sind hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, und wir sind Kapitel 11, glaube ich. Mich würde es interessieren, wie das Kapitel heißt, aber gut, das gab es ja dann mal in dem letzten Video. Ja, Madagaskar haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir haben uns getrennt. Wir und Sully, also Drake und Sully, sind hier eben in dieser Stadt und Sam ist woanders nach dem Schatz suchen. So, sind wir mal gespannt. Wir müssen, glaube ich, zu diesem Turm hier, der da vor uns ist. Und ja, Zivilisten und sehr viel los heißt unauffällig bleiben. Dann starten wir mal, Sully, oder? Gut, gehen wir vor. Sully chillt noch ein bisschen. Gut, ist normal, wenn man alt ist. Kommen wir da einfach durch? Durch diese Menschen. Jo. Klappt ja soweit gar nicht mal so schlecht. Wir sind aber, glaube ich, immer noch in Afrika. Kann das sein? Oh, ein offenes Haus. Tun wir mal so, als wären wir eingeladen und gehen einfach rein. Wie es sich halt gehört, für richtige Schatzsucher betreten wir alles, was irgendwie offen ist. Ansonsten machen wir was auf. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Könnte schlimmer sein, zum Beispiel Oh, Digga. Erinnere mich nicht daran. Als ob ich vordringen wollte, Alter. Chill doch mal. So. Wow. Geile Viecher. Ernsthaft aufsteigen? Ah, ne, okay. Habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Sorry, er ist so Warum nicht? Tut mir leid. Ich dachte schon, er wollte jetzt aufsteigen, ey. So, wir müssen halt aufpassen. Theoretisch kann jeder Typ hier uns was Böses wollen, da man nicht weiß, ob hieß sie Nadine. Nadine hieß sie, genau. Ob Nadines Leute halt auch hier sind, beziehungsweise Rafe. Was haben wir denn hier? Oh, wow. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Alles klar. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Oh mein Gott. Andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200. Komm, das Ding wollen wir haben. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Digga, zieh dich ab. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich. Liebe. Hast du gesehen? So falsch, Mann. Wenn du das sagst. So falsch, Mann. Ja, Digga, du hast richtig. Ist zwar ein Schatz, aber der war teuer. Für 300 hat er sich ein bisschen übers Ohr ziehen lassen, der gute Drake. Aber er hat das Geld ja anscheinend. So, wir gehen mal Sully jetzt hinterher. Was haben wir hier? Ey! Kleines Kerlchen. Geht's dir? Gefällt dir das? Mate, der Tom. Oh, Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Oh Mann, ey. Drake ist irgendwie so ein kleines Spielkind, wobei ich das alles nicht anders machen würde. Oh. Er ist wieder da. Toll, Mate. Hat er uns was geklaut jetzt wenigstens, oder? Oh. Weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund an. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Natürlich nehmen wir den Victor, wie sonst? Oh Mann. Oh wow. Hier ist viel los. Oh, Achtung. Das riecht gut. Lecker. Oh, Sully rennt schon mal ein bisschen vor. Versuchen wir mal bei ihm zu bleiben. Ich habe keine Lust, ihn zu verlieren. Wobei das hier sehr auffällig aussieht. Darunter? Wahrscheinlich, ne? Sieht Sam jetzt zu auffällig aus. Die Tür dürfte zu sein. Ja. Das ist aber der Turm, ne? Okay. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sam. Ah. Dann wollen wir doch mal. Dann müssen wir tatsächlich hier runter.
Hey Sully, ich glaube, wir kommen hier durch. Okay, runterfallen wäre jetzt keine geile Option. Du hast dein Tempo, ich mein. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? So, das Fenster, da kann man rein. Wobei das schon so aussieht, okay, als wäre hier jemand rein. Bedeutet, wir sind wieder mal zu spät. Wie sonst auch. Aber auch wieder... Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige... Ah, nice. Danke. Das wäre was Neues. Also auch wieder ein geiles Setting. Wie man es halt kennt. Ein Symbol. Wie es auf der Karte stand. So, und das ist das Symbol, das wir suchen. Gute Frage. Beziehungsweise ist es schon mal ein gutes Zeichen, das Symbol. Mal gucken, wer schon mal da ist. Ach, klar. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, das stimmt. Aber natürlich so gebaut, dass man da hoch kann. Aber wer sollte ja auch klettern? Was haben wir hier? Rätsel? Da kann die Münze rein. Da wollen wir wetten. Hat funktioniert. Erstmal. Skorpion. Kannbein. Tierkreiszeichen. Okay. Ja, klar. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in der Reihenfolge läuten. Kein Grund zu warten. Skorpion, Wassermann, was war's? Ach, shit. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. So, da dürft's... Ah! Wollte gerade sagen, da dürft's nicht hochgehen, aber da geht's trotzdem hoch. Drake ist halt... Der Boy hat immer seinen Enterhaken dabei. Oder Greifhaken, wie auch immer man das nennen soll. Ich nenne es Enterhaken, klingt geiler. Bin gleich zurück. So, dann mal darüber. Ups. Sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Wir geben unser Bestes, Sully, nur für dich. So, Skorpion ist da oben. Dann versuchen wir es mal. Ah, ich verstehe. Yes. Oh, shit. Hat aber funktioniert. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Yep. Ja, komm doch. So, wir müssen wohl hier rüber. Oh, hat funktioniert. Geil. Eine Kurbel, das ist aber Löwe. Warum bin ich hier gelandet? Nicht ganz so praktisch. Wir müssen darüber. Also Skorpion, Wassermann. Skorpion. Avery war bestimmt Skorpion. Dann läuten wir mal den Scheiß. Komm, Nate. Okay, das war echt laut. Alter. Hey Nate, wie hat funktioniert? Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. So, Wassermann. Noch weiter oben. Wieso ist dann der eine hier so weit unten? Oder ist die Reihenfolge egal? Ich glaube, die Reihenfolge ist nicht ganz egal. Ah, ich dachte schon, du hältst dich da nicht dran. Fest. Okay, komm, schwing zurück, schwing zurück. Yes, Baby.
Da haben wir den Stier, der aber auch uninteressant ist für uns. Erstmal... Alter, Drake, du machst das alles ein bisschen zu knapp. So, uninteressant. Ich hoffe, dass das uninteressant ist und ich jetzt echt die Reihenfolge kriegen muss. Wir wollen aber weiter hoch. Okay. Bin ich hier falsch? Ah, da haben wir was. Wassermann. Ja, du kannst nochmal fallen. Sehr gut. So, hätten wir Nummer 2, Wassermann. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Los und Achtung. Ja, spätestens nach dem vierten bist du taub. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. So, was mit Stier oder Löwe? Löwe, glaube ich, ne? Ja, Löwe. War Löwe jetzt der da oben? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, verdammt. Ne, Löwe ist da drüben. Dann machen wir den als nächstes. Sehr gut gemacht, Nate. So, Löwe und als letztes Stier. Aber immer zu jedem Ding hat er einen guten Spruch auf Lager. Der gute Drake. So, Nummer 3. Löwe ist offen. Und bleibt noch Stier. Stier war der ganz oben jetzt? Wir sind noch vorhin an einem vorbei. Was war das denn? Stier ist auf der Seite da oben. Offensichtlich. Ja, drüber. Danke. Oh, schnell. Und da haben wir den Stier. So, mal gucken, was als nächstes aufgeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir viel, viel weiter hoch müssen. Kann mich aber auch irren. So wie meistens. Oh, verdammt. Alter Drake. Alter, kannst du mal... Okay. Danke. Und Nummer 4. Na los, Stier. Kurbel. Die schlimmsten. Danke. So, was passiert jetzt? Geht da unten etwas auf? Oh ja. Avery Siegel ist am Boden erschienen. Das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Gut. Warte, ich geh da hoch. Wie erwartet. Weiter hoch. Alter, aber er schreibt halt noch, während ich weiterspielen will. Ich meine, klar, die Tagebucheinträge sind immer wichtig bei Drake. Oder bei Uncharted im Allgemeinen. Weil die sehr viel Aufschluss geben. Auch in kommenden Missionen, Rätsel, wie auch immer. Gut, dass es alles weiß markiert ist. Oh. Oh. Das sind noch ein paar Sekunden anscheinend. Nicht darüber. Okay. Ja, geh hoch. Dann dürfte jetzt hier hochgehen.
Ja, hopp. Hä? Ah. Tolles Panorama. Hat sogar gereicht anscheinend, was ich gemacht habe, aus Versehen. Er könnte fallen. Und was wetten wir? Nein. Gut, Glück habe ich mal nicht gewettet. Da hätte ich wetten sollen. So, hoch. Oh. Geschafft. Okay, safe. Was haben wir sonst noch Schönes? Mir geht's gut da draußen, Sam. Ja, hoffen wir wirklich, dass es Sam gut geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Typen auch auf die falsche Seite sind. Also zum falschen Symbol. Wenn die es überhaupt rausgefunden haben und Sam dürfte in Schwierigkeiten stecken, vermute ich mal. Das wird ultra laut jetzt. Drake, Achtung, Gehörsturz. Der Griff ist abgebrochen. Doch, Gott, ey. Okay, los geht's. Dann wollen wir mal mit unserem Körpergewicht